Herzlich willkommen. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Es ist die 300. Sendung von Hoffnung um 12. 300 Mal Ermutigung durch Zeugnisse, Input und viel Gebet für die unterschiedlichsten Anliegen. Es ist uns ein Herzensanliegen, das auch weiterhin zu tun. Ja, Hoffnung um 12, wir wollen dich zum 300. Mal ermutigen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir anfangs April in der Pandemie angefangen haben mit dieser Sendung. Und es macht uns jedes Mal wieder neue Freude, zu hören, was Gott tut und für neue Anliegen zu beten. Und wie ich Isolde schon sagte, wir machen da gerne weiter für alle, die uns gleich live sehen. Und die, die es auch später anschauen. Ja, Hoffnung 12, wir wollen dich ermutigen, wie ich schon sagte. Und heute mit dem Thema Dein Gebetsfokus. Und schreib uns einfach, wenn du Gebetshilfe brauchst. Im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr heute oder auf gebet@missionswerk.de. Dein Gebetsfokus. Wie ist dieser Fokus? Wir beten gerne problemorientiert. Oh Herr, du weißt, und so groß und so tief und so weit und so schlimm und so krank und so weiter. Also, oh Herr, sieh dieses Elend an, in dem ich stecke, in dem andere stecken. Das ist eine Art von Beten. Aber du kannst auch lösungsorientiert beten, indem du sagst, danke Herr, dass du jetzt diese Not siehst. Herr, ich traue dir zu. Herr, du bist genau für das gestorben und Herr, danke, dass du der Sieger bist. Ich mit dir Sieger sein darf und aus dieser Position beten darf. Du hast die Entscheidung, betest du problemorientiert oder lösungsorientiert? Erklärst du Gott mit allen Facetten, wie schlecht es dir geht oder dankst du Gott, dass er die Lösung für dich hat? Und ich sag dir, komm heraus aus deiner Opferrolle. Oh, ich armer, sündiger, schwacher Mensch und so weiter. Nein, du bist mit Jesus auch auferstanden und ein Siegesmensch. Klage nicht. Und ich sage dir, bete aus einer Siegerperspektive. Danke, Herr, dass wir das immer wieder mal hören dürfen, Herr, dass wir wirklich aus einer Siegerperspektive beten dürfen. Herr, du bist der Sieger und mit dir, da wir in deine Familie hineingeboren sind, zu dieser Familie gehören, auch Sieger sind, dass wir aus einer Siegerperspektive beten. Amen. Amen. Und wir wollen dich ermutigen, an Gottes Hilfe festzuhalten, so wie wir nachher auch die Zeugnisse hören werden. Aber zuerst möchten wir beten für die Anliegen, die eingegangen sind. Und eine Frau schreibt uns ein Gebetsanliegen wegen ihrer Zähne. Liebe Freunde vom Missionswerk, demnächst steht bei mir eine komplizierte Zahn- und Wurzelbehandlung mit Eingriff im Krankenhaus an. Die Behandlung steht mir sehr bevor. Bitte bete, dass der Eingriff gut verläuft und die Ärzte die Zähne so weit wie möglich erhalten können. Vielen Dank für eure Gebete. Ja, und Jesus, du bist auch ein Gott, der Zähne heilt und der auch da seine Hand drüber hat. Bei allem, was da geschieht mit diesen Zähnen und dieser Wurzelbehandlung, danke, Jesus, dass du da wirklich eingreifst und dass die Zähne erhalten bleiben können. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der wirklich auch Wunder tut und wir danken dir dafür, dass diese Frau dich erleben darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Um einen bösartigen Befund bei der Mammographie geht es bei unserer nächsten Gebetsanliegen. Gestern war ich zur Mammographie und habe einen unschönen Befund erhalten, ein bösartiger Tumor. Nun bitte ich darum, dass ihr für mich betet und ich danke Gott schon jetzt für die Heilung. Das ist eine wunderbare Voraussetzung, Gott schon im Voraus zu danken für die Heilung. Und Jesus, das wollen wir tun. Wir danken dir, dass du diese Frau berührst, dass du diesen Tumor berührst und dass jegliche Krebszelle austrocknet im Namen Jesus. Sie hat nichts verloren in diesem Körper, in diesem Leib.
Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst. Und auch bei diesen vielen anderen Menschen, die Probleme haben mit Brustkrebs oder überhaupt mit Krebs. Ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der größer ist wie jeder Krebs. Und ich danke dir, dass jede Krebszelle eintrocknet, vertrocknet und verschwindet im Namen Jesus durch das, was du am Kreuz getan hast. In deiner Kraft, in deiner Auferstehungskraft ist auch Heilung. Und wir danken dir, dass du diese Menschen berührst und ganz besonders auch diese Frau, die hier geschrieben hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ich leide seit 3 Monaten unter einem Piepen im linken Ohr mit Nackenschmerzen links, ausstrahlend bis zum Brustwirbel. Ich war bei mehreren Ärzten und Therapeuten. Jesus, lass mich Hilfe erfahren, dass die Beschwerden wieder verschwinden. Danke, Herr Jesus, Herr, dass wir, Herr, in dieser Sache uns an dich wenden dürfen. Danke, Herr, Herr, dass in den ganzen Brustwirbelbereich, Herr, in die Ohren, Herr, eine Entspannung reinkommt, Herr, dass sich da alle Verspannungen lösen und Herr, alles, was in Unordnung geraten ist, befehlen wir wieder an den ordentlichen Platz, wie die Schöpfung es vorgesehen hat. Und ich danke dir dafür auch, dass das Piepen verschwindet und Herr, danke Herr, dass richtig Entspannung geschieht in Jesu Namen. Amen. Amen. Und um starke Schmerzen geht es bei diesem Gebetsanliegen. Ich habe schreckliche Schmerzen in meiner rechten Hüfte und im Becken. Ich bekomme starke Schmerzmittel, aber nachts ist es besonders schrecklich. Ich kann nicht liegen oder sitzen. Bitte beten Sie für mich. Oh ja, Herr, Herr, das ist diese Not, die vorgetragen wurde. Wir wollen es an dich weiterleiten. Herr, danke, Herr. Herr, dass alles, was hier irgendwo Abnutzung ist oder Herr, irgendwelche Schiefstand und was auch alles da sein kann, ich danke dir dafür, dass wir, Herr, diesem Becken wieder den normalen Zustand reinrufen dürfen. Herr, ich danke dir dafür und auch der ganzen Hüfte, den ganzen Wirbeln, dass sie wieder an den richtigen Platz kommen, die Bandscheiben wieder ihren Platz einnehmen, Herr. Und dass die Schmerzen verschwinden. Vater im Himmel, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Und nun wollen wir wieder Zeugnisse hören. Und viele Menschen haben uns geschrieben, Gott hat Mittel und Wege, um uns zurechtzubringen. Eine Frau hat das erlebt. Sie schreibt, danke für das letzte Gebet für mein Anliegen, das ich vor einer Weile sandte, wo es um den finanziellen Bereich ging. Euer Brief mit der Botschaft hat eine Art Samen in mir gesät, der immer mehr auf den Boden kommt und gedeiht. Es begann langsam mit einem Gebet für Finanzen und ich wurde zu biblischen Finanzkursen geführt, die ich besuchte. Es scheint erstmal eine Einleitung von ihm zu sein, damit ich auf seiner Grundlage alles tun und anfangen kann. Ja, Gott hat wirklich Mittel und Wege, uns zurechtzubringen. Von einer wesentlichen Besserung der Beschwerde nach der Gebetsnacht schreibt diese Frau. Nach eurem Gebet in der Gebetsnacht benötigte ich nur noch selten eine Schmerztablette. Das ist doch eine wunderbare Wendung. Und Gott kümmert sich auch um unsere Zähne, das hat eine Frau erfahren. Sie schreibt, ich hatte einen heftigen Schlag auf meinen Schneidezahn abbekommen und hatte Angst, dass er entfernt werden muss. In der Gebetsnacht bat ich um Gebet und 2 Monate später kann ich nun wieder ohne Schmerzen essen. Gott hat ihn geheilt. Danke. Wie schön. Gott sorgt für uns in jeder Beziehung, wie diese Geschichte zeigt. Wir sind als Eltern ohne unseren erwachsenen Sohn umgezogen. Und für ihn war es eine schwere Zeit, weil er nicht wusste, wohin. Unser Sohn hat zur perfekten Zeit eine WG-Wohnung gefunden. Dort bekommt er auch Unterstützung, so wie er es braucht. Vielen Dank für das Beten. Und ein letztes noch. Frei von Schmerzen, schreibt eine Frau aus der Schweiz. Danke für eure Gebete für meine Cousine. Rücken- und Knieschmerzen sind weg. Danke dem Herrn. Wie wunderbar.
Ja, heute ist mal wieder wie sonst auch, dass wir für was beten. Wie Rücken, Knie und auch in der gleichen Sendung wird dargestellt oder wird gesagt und vorgelesen, dass das geheilt wurde. Hast auch du was erlebt? Sei es Rücken, Knie, Erfahrungen mit dem Auto, mit den Enkeln oder was auch immer. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, egal wie es dir heute geht, ich sag dir, bete mal ein Gebet aus der Siegesposition, aus der Siegerposition. Ich sag dir, verlass diese Jammergebete, oh Gott und oh, sondern bete für die gleiche Sache aus der Siegerposition, auch wenn es gerade zwickt, wenn es gerade wehtut, wenn es unmöglich ist. Nicht das Jammergebet, sondern danke Herr, dass in dir der Sieg ist, in dir die Heilung ist, in dir die Kraft ist. Und du darfst das in Jesu Namen beten. Und gerne beten wir für dich, wenn du uns dein Anliegen wissen lässt. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und auch wieder am Sonntag. Du darfst auch gerne sonntags zum Gebet kommen, wenn du nach Karlsruhe kommst. Nach dem Gottesdienst beten wir gern persönlich für dich. Also nächsten Sonntag 10 Uhr live. Dabei zu sein oder im Stream. Schön, dass du dabei warst und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich ganz mächtig. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.